Hallo ihr Anime-Fans da draußen, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und auch auf der Website Gameplay Gamers. Das heutige Video steht voll und ganz im Rahmen von Psycho Pass und ihr habt es sicherlich gesehen, ich stelle euch heute auch Psycho Pass 3, die dritte Staffel, vor. Allerdings habe ich gemerkt, ich habe nie ein Unboxing-Video zu Psycho Pass SS Sinners of the System gemacht und habe mir gedacht, weil das einfach hier nur so ein schönes Steelbook ist, werde ich das mit euch einfach mal kurz hier durchgehen. Also so sieht das Steelbook aus, wenn ihr es im Laden kauft. Es gibt, soweit ich weiß, auch eine normale Version, eine normale Blu-ray-Fassung, halt ohne Steelbook, und die ist auch dann in Ordnung, sieht dann halt wie eine normale Blu-ray halt aus. Ja, ihr habt hier vorne erst einmal schön groß die verschiedenen Charaktere, die eben in den drei Filmen, die hier enthalten sind, abgebildet. Leitet so ein bisschen darauf hin, was jetzt alles so kommt. Das sind halt unterschiedliche Geschichten, die dann ja vielleicht nur lose miteinander zusammenhängen, aber eigentlich relativ eigenständige Geschichten erzählen. Dann habt ihr hier den Psycho-Pass-Schriftzug und hier unten noch die Angabe, dass KZ Anime das Ganze mal gepublished hat. Gut, und so sieht die Box dann von der Seite aus. Also habt ihr auch hier Psycho Pass SS Sinners of the System, also sprich das Logo hier schön abgebildet, und auf der Rückseite, die sieht übrigens so aus, also man kann das Ganze hier auch einfach mal aufschlagen, da habt ihr dann hier quasi so ein komplettes Stadtbild, wie man das eben aus der Serie kennt, also sehr dunkel, sehr trist, wenig Licht kommt raus, ist halt sehr Cyberpunk-mäßig aufgebaut. Und ja, ihr habt dann eben hier auf der Rückseite, wenn das Ganze halt eingeschweißt kommt, dann liegt dieser Zettel hier drauf, der ist leider nicht festgeklebt. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schade, wenn das der Fall ist, weil dann, der fliegt halt immer rum und als Sammler weiß man dann nicht, wie soll man damit umgehen, soll man diesen Zettel halt falten, hier reinzustecken oder auch nicht. Aber gut, darum soll es jetzt aber auch nicht gehen. Jedenfalls, es sind drei Fälle hier enthalten. Das ist einmal Case 1, Schuld und Söhne, dann Case 2, First Guardian, und Case 3, Jenseits von Liebe und Hass. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr den Text jetzt auch gerne durchlesen. Kommen wir zu den technischen Spezifikationen. Also die Filme, die ungefähr, glaube ich, jeweils so 45 bis 46 Minuten lang sind, vielleicht mal mehr, mal weniger lang. Jedenfalls, die liegen auf Deutsch und auf Japanisch vor. Untertitel gibt es auf Deutsch und die Untertitel sind dann auch zwangsweise eingeschaltet. Wenn ihr euch die Filme auf Japanisch anschaut, Laufzeit habt ihr insgesamt 188 Minuten und das Format ist 1080p und Tonformat DTS:HD Master Audio 5.1. Ja, jetzt habe ich euch mal diese Außenansicht gezeigt. Es ist halt so ein ganz normales Steelbook, aber es gibt hier leider kein Bonusmaterial drin. Aber ihr seht, dass alle drei Filme dann direkt auf der Disc mit drauf sind. Also ihr habt hier nur eine Disc, die tatsächlich enthalten ist. Aber gut, das soll es dann an der Stelle zu Psycho Pass Sinners of the System sein. Und dann gucken wir uns jetzt mal, worum ihr sicherlich richtig eingeschaltet habt, mal die dritte Staffel vom Psycho Pass an. Ich lege die Sachen erstmal weg, da kommen wir gleich noch zu. Also wenn ihr das hier im Laden kauft, dann sieht das ungefähr so aus. Also ihr habt hier oben dann den Blu-ray-Schriftzug und hier dann den großen Schriftzug Psycho Pass 3. Und dann habt ihr hier im Hintergrund dann auch die beiden Protagonisten, die neuen Inspektoren, um die es im Psycho Pass 3 geht, die habt ihr hier eben abgebildet. Und ich finde, das ist auch ein sehr schöner Artstyle. Dann habt ihr hier quasi den Rücken des Schubers. Da habt ihr oben nochmal die Angabe, dass der Publisher KZ Anime, also mittlerweile Crunchyroll, ist. Darunter den Schriftzug Psycho Pass 3. Dann noch ein Logo von Psycho Pass. Und hier auch nochmal für die ganz Blöden die Angabe, dass es sich hierbei um die Blu-ray-Variante handelt. Und das ist das ganz Coole, was ich euch bei diesem Schuber unbedingt mal zeigen wollte. Denn ihr seht hier die beiden Protagonisten, einmal hier auf der Seite und dann auch nochmal auf der anderen Seite, wie sie halt Rücken an Rücken stehen. Und ihr habt dann eben das Bild, quasi, dass beide Charaktere im Rampenlicht stehen, je nachdem, welche Seite ihr gerade offen liegen habt. Und das, finde ich, ist ziemlich, ziemlich cool. Ja, dann hole ich jetzt das Ganze hier mal raus. Was man natürlich noch dazu sagen sollte, ihr seht jetzt hier diesen einen Zettel.
Und der leitet eben so ein bisschen hin, was passiert ist. Also Akane Tsunemori oder Tsunemori Akane, wie es eigentlich heißen müsste. Bei Japanern wird der Nachname immer zuerst genannt. Die sitzt mittlerweile im Knast. Man weiß nicht wirklich warum. Das wird gar nicht so richtig erwähnt. Da kommt vielleicht irgendwann nochmal ein Film. Und wie gesagt, geht es dann eben um die neuen Inspektoren Shindo Arata und Kei Mikhail Ignatov. Also das hier ist der, Herr Inspektor Shindo. Und hier hinten habt ihr den Inspektor Ignatov. Und wenn euch dieser Text halt interessiert, dann könnt ihr euch den jetzt mal durchlesen. Und hier stehen dann auch direkt mal die technischen Spezifikationen drauf, die für die erste Volume von Belang sind. Also ihr seht auch hier, dass das Ganze auf Deutsch und Japanisch auf der Disc vorliegt. Es gibt deutsche Untertitel und eins oder vier Episoden sind insgesamt enthalten, die zusammen 180 Minuten sind. Da denkt ihr erstmal, nanu. Müsste das nicht ungefähr die Hälfte sein, also 90 Minuten bei 4 Folgen? Jein. Also man muss dazu sagen, die Episoden hier sind 45 Minuten lang. Also das ist sehr ungewöhnlich für Anime-Serien, weil da sind es ja meistens 25 Minuten. Ich finde diese Entscheidung, die Episoden 45 Minuten lang zu machen, allerdings richtig gut. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Jedenfalls Tonformat haben wir DTS-AD Master Audio 2.0. 1080p wie gewöhnlich für eine Blu-ray und es gibt als Extra auch ein 24-seitiges Booklet und eine Leseprobe zu Momo the Blood Taker. Die findet ihr nämlich, wenn ihr diesen Schuber, ich habe es euch ja gezeigt, was hier alles drin war, quasi habt ihr die in diesem Pappstück, da ist die halt mit drin, da kann man halt so einfach mal rein drin blättern, da will ich jetzt nicht so viel von zeigen. Weil da kommt, bin ich mir nicht so ganz sicher, weil es ja eine Manga-Leseprobe ist, ob ich da nicht in Bredouille mit dem Lizenzgeber komme. Aber gucken wir uns dann stattdessen lieber mal die Blu-ray in sich an. Also die ist hier aus Pappe. Ihr habt ja also jetzt keine einfache Blu-ray-Hülle und ihr habt dann auch immer ein schönes Motiv, das auch sehr gut zu dem Stil der Serie passt. Also es ist ja mal so mit diesen Schwarz-, Weiß- und Grautönen aufgebaut und hier seht ihr auch, die 1 ist hier hervorgehoben. Es ist also wirklich die erste Volume von Psycho Pass 3. So sieht das Ganze dann von der Seite aus, was ihr dann später im Schuber sehen dürftet und auch hier oben wird wieder hervorgehoben, dass es die erste Volume ist. Hier habt ihr dann den Psycho Pass 3 Schriftzug. Ich finde das sowieso cool, dass man die Staffeln dann halt nummeriert. Und hier oben auch nochmal die Angabe, dass es eben Kase Anime ist, die das Ganze gepublished haben. Ja, und der Klappentext ist einfach mal derselbe, den ihr eben auch auf dem Zettel gesehen habt, der eben draußen anklebt. Das ist ja soweit nichts Neues bei Anime. Also das ist jetzt keine große Überraschung. Also holen wir die Halterung einfach mal raus. Also ihr habt hier zum Beispiel auch die Angabe des kompletten Teams. Also hier oben stehen dann auch die beiden Inspektoren und darunter sind dann eben die ganzen Vollstrecker aufgelistet, mit denen die beiden Inspektoren zusammenarbeiten, um den Fall aufzulösen. Finde ich, ist sehr stylisch gemacht. Das Ganze fühlt sich hier allerdings, ja, nicht so ganz rund an. Es fühlt sich sehr dünn an und mir gefällt das tatsächlich nicht so gut, aber das ist halt typisch für diese Pappschachteln, die eigentlich hochwertig wirken sollen. Aber was ziemlich cool ist, wir haben hier ein Artbook dabei, nicht ein Artbook, ein Guidebook oder ein Special Guidebook, wie es dann eben genannt wird. Ich habe hier unten nochmal so einen kleinen Text und dann fängt es hier an, richtig, richtig cool zu werden. Ihr habt hier also Charaktervorstellungen mit einer kompletten Biografie, mit den persönlichen Daten, mit den Qualifikationen, also sowohl hier bei den beiden Inspektoren als auch bei den Vollstreckern. Also da hat man sich wirklich sehr viel bei gedacht. Dann kommt es irgendwann zu den Nebenfiguren, die dann leider nur noch halbgar vorgestellt werden, was jetzt allerdings meiner Meinung nach nicht schlimm ist, denn es kommen so viele Charaktere hier drin vor, wie ihr hier sehen könnt, so viele Nebenfiguren, die kann man nicht alle wirklich so ausgiebig beschreiben, das würde den Rahmen wirklich sprengen, da habe ich Verständnis für. Zu guter Letzt haben wir dann hier auch noch Charakterdiagramme, die da mal so ein bisschen zeigen, wie die ganzen Charaktere auch zusammenhängen und da merkt ihr, okay, Psycho Pass 3 ist wirklich sehr, sehr komplex, vielleicht sogar noch komplexer aufgebaut wie die ersten beiden Staffeln, doch würde ich auf jeden Fall sagen, dass es komplexer ist. Ja, und zu guter Letzt
Credits gibt es hier noch einen Einblick in die Locations, also den Handlungsorten, wo Psycho Pass 3 spielt, zumindest hier in der ersten Volume, und damit endet quasi dieses Guidebook. Digitale Boni gibt es, soweit ich das gesehen habe, nicht wirklich, finde ich ein bisschen schade, aber ich meine, was soll's, das Artbook, ich sag schon wieder das Artbook, das Guidebook ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Dann kommen wir hier zu der zweiten Volume und auch hier seht ihr, dass die 2 hervorgehoben wird und ihr dann immer schnell sehen könnt, okay, welche Volume habe ich hier eigentlich gerade in den Händen. Und auch hier vorne seht ihr dann wieder Charaktere aus der Reihe Psycho Pass 3 und hier oben, ihr seht es wieder, die 2 ist hervorgehoben. Ihr wisst direkt, um welche Volume es sich handelt. Wenn ihr den Text lesen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Ich hoffe, der Autofokus spielt hier so halb ein bisschen mit. Also ich habe es, glaube ich, eben einmal kurz. Jetzt sollte es eigentlich halbwegs zu lesen sein. Ich hoffe, man konnte es lesen. Wenn nicht, es gibt mit Sicherheit Scans davon im Internet. Und ja, hier sind dann die Episoden 5 bis 8 enthalten. Und auch hier sind die wieder 45 Minuten lang. Und als Bonus gibt es ein 24-seitiges Booklet. Und an den restlichen technischen Spezifikationen hat sich eigentlich nichts geändert. Und auch hier seht ihr dann wieder Hintergründe bzw. Nummern zu den einzelnen Inspektoren und Vollstreckern oder sagen wir mal Sonderermittlern eher gesagt, die es hier auch noch gibt, die hier drin vorkommen. Also auf jeden Fall wieder ziemlich gut gemacht. Und hier habt ihr dann eben eine Silhouette abgebildet mit zwei Charakteren, den beiden Charakteren, die eben hier vorne auch abgebildet sind. Das ist genau dasselbe Motiv. Und hier habt ihr leider einen FSK-Flatschen drauf, der aufgeklebt ist. Den kriegt ihr da bedauerlicherweise nicht weg. Aber so sind nun mal die rechtlichen Vorschriften. Ja, hier im Hintergrund seht ihr dann auch wieder so ein schönes, großes Artwork. Hier oben dann auch nochmal ein paar Informationen, die sich dem Universum zuordnen lassen können. Und wir schauen jetzt einfach mal das zweite Special Guidebook an. Das ist genau gleich aufgebaut. Also hier habt ihr dann auch wieder Charaktere abgebildet, die dann eben mit einer kompletten Biografie und den Qualifikationen eingeordnet werden. Und dann folgt es auch direkt schon wieder Schlag auf Schlag mit den ganzen Nebenfiguren, die man zum Teil ja, wie hier zum Beispiel Shinya Koga oder Kogami Shinya oder Ginosa Nobuchika schon aus den ersten Staffeln her kennt. Die hier tauchen ja auch immer mal wieder am Rande auf, wo man einfach sehen kann, wie groß dieses Universum mittlerweile geworden ist. Dann wird hier erklärt, was der Congressman ist, der ja auch eine gewisse Rolle hat in der dritten Staffel. Und es sind einfach so viele Charaktere und das Charakterdiagramm zeigt dann auch mal wieder sehr gut diese ganzen Verhältnisse, die es hier in dieser Serie gibt. Und zu guter Letzt gibt es dann halt, wie gesagt, nochmal einen Überblick zu den ganzen Locations. Und das ist dann auch schon die zweite Volume gewesen, wo dann die zweite Serienhälfte drin enthalten ist. Und ja, jetzt denkt ihr euch sicherlich, Moment, das ist aber so ein dicker Schuber, da fehlt doch noch was. Genau, und ihr habt es ja vorhin auch schon gesehen. Es gibt dann auch noch eine dritte Volume sozusagen, wobei das eigentlich nicht so richtig der Fall ist. Also wirklich, diese beiden Volumes sind die dritte Staffel vom Psycho Pass. Und Psycho Pass 3, First Inspector, so der Untertitel, ist eigentlich ein dreigeteilter Film, der gerade wo es 2020 mit der Pandemie losging, in Japan in die Kinos kam, also nicht gerade so der beste Zeitpunkt dafür, aber dieser Film oder diese drei Episoden, die dieser Film nun mal ausmacht, bilden dann quasi das Finale und die gehören inhaltlich definitiv zusammen, weil die zweite Staffel, die dritte Staffel, die endet sehr offen, beziehungsweise die zweite Volume, und man muss eigentlich hier First Inspector noch gesehen haben, um alles begreifen zu können. Und das heißt, hier habt ihr auch wirklich diesen Schriftzug mit First Inspector, also jetzt nicht Volume 3 oder sowas. Also da hat Kaze Anime als Publisher oder vermutlich hat auch der Lizenzgeber gesagt, das muss so gemacht werden, einfach damit sich die Box davon abhebt. Und sie ist ja auch sehr weiß, ist sehr ungewöhnlich für Psycho Pass, weil normalerweise hat Psycho Pass immer diesen
ja, schwarzen Unterton mit Grautönen und ein bisschen Weiß da drin. Aber ich halte euch auch hier gerne wieder den Text in die Kamera, wenn ihr das lesen wollt. Und hier sind dann insgesamt 11 Episoden, was jetzt 11 Episoden? 3 Episoden sind es, die dann eben die Episoden 9 bis 11, wie es hier bezeichnet wird. Also man geht doch irgendwie jetzt darauf ein, dass es ja dann doch irgendwie die Fortführung ist. Irgendwie mussten sie es ja deutlich machen. Und es sind halt insgesamt 136 Minuten, 138 Minuten, die diese drei Episoden lang sind. Tonformat DTS-AD Master Audio 5.1 und als Extra gibt es ein Poster. Es gibt jetzt also leider kein Booklet mehr, das finde ich sehr schade, und es gibt auch keine digitalen Boni. Hier sind jetzt einfach nochmal die beiden Inspektoren aufgelistet. Und ja, so sieht das Ganze halt hier aus. Also es ist dann auch sehr hell eingebaut, alles wie aus einem Guss. Und das Poster, das werden wir jetzt auch einmal schnell ausfalten, gucken wir uns das einfach mal an, ist dann eigentlich auch ganz schön gemacht, wo dann auch wo die Inspektoren und die Antagonisten mit abgebildet sind. Was ich dazu sagen möchte, nochmal zu diesen 45 Minuten, ich finde das nämlich ziemlich gut, weil so verzichtet die Anime-Serie im Grunde darauf, nochmal ein zweites Intro und ein zweites Outro zu haben, was ja nochmal so 3-4 Minuten einnehmen kann. Man hat also wirklich viel mehr Zeit, sich auf die Charaktere und die Geschichte zu konzentrieren, und ich hoffe sehr, dass noch weitere Anime-Serien das in Zukunft so machen werden. Hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Ja, wenn ihr dann alle drei Volumes habt, dann könnt ihr die selbstverständlich hier in den Schuber stecken. Das mache ich jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. Das ist jetzt also der Live-Vorführeffekt, ob die auch wirklich gut reinpassen. Also auf jeden Fall wirkt hochwertig. So sieht das Ganze dann halt aus, wenn es da drin steckt. Finde ich es halt ein bisschen unschön, weil das hier halt so weiß ist, fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Aber dadurch bekommt ihr halt klar gemacht, okay, das ist eigentlich ein Kinofilm gewesen, der jetzt in 3 Episoden aufgeteilt ist und vermutlich auch schon im Kino so dreigeteilt lief. Und ja, von der Seite, so stellt ihr es ja vermutlich ins Regal, werdet ihr ohnehin nichts davon mitbekommen. Dann habt ihr hier Psycho Pass 2, Psycho Pass, den Film, der glaube ich zwischen Staffel 1 und 2 spielt, und dann halt noch Sinners of the System. Und ja, so weit, so gut. Ich komme hier sehr ins Schwafeln immer, wenn es um Psycho Pass geht. Ich mag das Franchise einfach sehr. Gut, in dem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Psycho Pass 3 oder Sinners of the System habt, dann dürft ihr mir die sehr gerne in den Kommentaren stellen. Und würde mich freuen, mit euch über Psycho Pass 3 auch diskutieren zu können oder über Psycho Pass allgemein. Was haltet ihr von dem Franchise? Hofft ihr, da kommt noch eine 4. Staffel, weitere Filme, vielleicht sogar nochmal ein Spiel? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Es würde mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert, dann bekommt ihr auch mit, wenn es spätestens irgendwann nochmal was zu Psycho Pass gibt, weil das werde ich dann auch mit großer Sicherheit unboxen werden. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!